Ich sag mal, moin moin, grüßt euch. Hallo und herzlich willkommen zurück. Warte mal. Hallo. Herzlich willkommen zurück, genau. Ja, jetzt geht's. 7 Days to Die, One Homie Left. Mit Zombies und Gemächt. Den Geier sind wir los. Gott sei Dank. Haben hier aber noch so einen Krabbler. Warte mal, warum nehmen wir eigentlich nicht Petey? Komm schon. Petey! Alles. Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich wollte ja eigentlich mein Symbol oben wegmachen. Jetzt habe ich es vergessen. Gut, das machen wir nächste Folge. So, jetzt gucke ich mal, hier oben war noch ein Bunker. Mein Problem ist, man kommt ja gar nicht dran. Oh, wie die Straße hier geht. So müsstest du jetzt die Straße nehmen. Was ist das da eigentlich? Ein Chicken. Hello, Mrs. Chicken. Ich dachte eben, was rennt denn da für ein Knopf? Warte mal, ich muss mal, glaube ich, die Jacke ausziehen. Ich schwitze echt. Oh, so warm. Gehen wir mal so durch die Gegend. Ist auch hübsch. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Mit dem Bandana. Wegen dem Vermummelungsverbot. So. Oh, noch ein schönes Birdnest. Jawohl. Sehr gut. Okay, unsere Ambitionen waren eigentlich für heute den Händler aufzusuchen. Letzte Folge wollte ich ja eigentlich sogar den Geier töten. Und er mich aber auch. Guck mal, hier ist noch ein Bunker. Jetzt habe ich schon den zweiten Bunker so dicht, aber hier kommt man nicht runter. Guck mal. Aber hier runter? Nee, das geht gar nicht. Jetzt will ich mal, ich will mal gucken. Eigentlich müsste der Bunker doch so ein Luftloch haben hier irgendwo, ne? Ist aber kein. Vielleicht, wenn man hier mit einem Orga runterbuddelt, das wäre vielleicht eine Idee. Ein Stein habe ich. Ich muss leider nochmal Steine sammeln, sonst ist meine Axt auch gleich kaputt und durch. Deswegen muss ich mal wieder Ressourcen sammeln. Ja. Und da ich die Folgen nicht schneide in der Regel, sondern nur komplett nacheinander abspule, ist es so. Ich überlege, ob wir das schaffen da hoch, den Berg. Wir sind ganz dicht vom Trader, den müssen wir lokalisieren. Und ich denke auch, dass in der Nähe von dem Trader eine Stadt ist. Ja, eine Stadt. Ich schnaufe immer noch wie so ein Rizonos. Hey, komm her. Ja. Also ich dachte schon, da ist ein Bär liegt da. Aber nee, das war ein Stein hier. Was ist denn das hier? Kohle. Ja, das wird Kohle sein. So, ich muss jetzt irgendwie hier hochkommen. Weil dahinter ist der Trader. Wir nehmen natürlich die Steinchen mit. Das ist alles voll grau geworden hier. Nanu. Alles weiß und grau. Schnee. Schneegestöber. Ja. Oh nein. Freund. Freund oder Feind. Diese Geierproblematik lässt einfach nicht locker bei mir. Es lässt nicht locker bei mir. Das ist ungewöhnlich. Es gibt Kommentare, es schreiben die Leute. Ihr dürft euch gerne dazu auslassen. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, Omme, ich habe in 23 Tagen einen Geier gesehen. Und du in einer Folge 30. Moin, Händler. Da hinten ist die Stadt. Was kann denn die? Oder sind schon ein paar schöne Türme dabei? Aber das sieht schon ganz gut aus. Da unten ist nochmal so eine Moin. Nee, lass mal, du. Ich hab den Händler als Freund. Nee, ich brauch dich nicht jetzt so trickt. Es gibt, was war das? Was hab ich denn da eben gehört? Dachte eben, es hätte eine Sau gegrunzt. Und so ein Schwein wäre natürlich perfekt jetzt. Für mein Loot. Da. Ich bräuchte dieses Stückchen Fleisch. Weil das hat bestimmt auch ewig viel. Oh, mit Pfeil und Bogen, das funktioniert irgendwie im Moment nicht. Unentdeckt. Aber mein Pfeil und Bogen treffen irgendwie nicht. Ja, jawohl. Super. Knochenmesser oder Machete? Nehmen wir Machete. Ich glaube, da kriege ich mehr Zeug raus.
nice. Guck mal hier, wie viel Fleisch. Wie viel Leder. Wie viel Leder haben wir? 10 Stück. Sehr gut. 10 plus 3 reicht noch nicht ganz für eine Forge, ne? Aber sehr gut. Awesome. Sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir mal rüber beim Händler. Gucken wir, ob wir dem was verkaufen können. Oh, dieses Schwein. Das hat jetzt richtig meinen Tag versüßt. Ein gutes Schwein. Dankeschön, Schwein. Schön, dass es dich gab. Warte mal. Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Ich wollte schon wieder falsch laufen. Einfach zu dick, der Bauch. Einfach zu dick. Ich weiß noch, einmal hatten wir richtig Self-Storage. Wie geil ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Self-Storage, das kenne ich gar nicht. Oh, damn. Den Trader haben wir, das ist gut. Warte mal, ich will mal Licht machen. Taschenlampe? Ich hatte sie doch wieder aufgehoben. Da ist er. So. So, einen schönen Screenshot gemacht. Jawohl. Das muss auch nochmal sein, so ein Screenshot. Oder brennt die Kiste? Okay. Vielleicht ist sogar dahinter auch noch eine Stadt. Da wollen wir mal gucken. Conchi, Conchi, pause. Nichts drin für ihn. So. Ich guck nochmal, ob hier noch irgendwas liegt. Das geht ja nicht kaputt, das weiß ich. Aber hier kann man nochmal den Müll durchsuchen. Ich würde so gerne diese Lampen abbauen. Jeder da hat die Lampen. Aber der sitzt auf dem Kohlefass. Ich glaube, man kann das nicht abbauen. Boah, was ist los? Mein Back. Was haben wir hier noch? Ah, oh, nichts drin. Okay, jetzt gehen wir erstmal rein, gucken, ob wir zwei Sachen verkaufen können. Und dann looten wir den nochmal hier. Moin. Warte mal, es ist kalt draußen. Tachchen. Legal Assistance. Ein bisschen Brass. Geht immer. Okay, sell. Weh. Oh, da haben wir schon den ersten Loot. Sehr gut. Was können wir noch verkaufen? Ein paar Maple Seeds. Eine Glasplane. Bitteschön. Also ich brauche sie nicht direkt. Du könntest auch noch meine Electro-Feed nehmen. Und davon auch noch ein bisschen was. Jetzt will er es nicht mehr. Toll. Du bist mir einer. Wie wäre es mit deinem eigenen Burning Barrel? Das habe ich dir gerade vor der Tür geklaut. Entschuldige. Das hast du jetzt nicht gehört, oder? Ein bisschen Chili. Eine Dose Chili. Ja, Dose Chili kannst du auch haben. Gläser behalte ich aber. Das geht nicht anders. Plenties auch nicht. Papier könnte ich dir verkaufen. Wie wär's? Jawoll. Sehr gut. Bone Shift nicht. Die Taschenlampe. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die verkaufen soll. Ich habe noch kein anderes Licht im Moment. Ein Knochen will er ja auch nicht haben. Juicy Foods gehen auch nicht. Die Klamotten behalte ich, weil es draußen einfach kalt ist. So, was hast du dann im Angebot für mich? Hast du hier irgendwas? Friederschematik, sehr gut. Kostet nur 1400. Gratitude and safe travels, friend. Bye bye. Also, wir brauchen 1500 Steine für Friederschematik. Ich glaube nicht, dass ich die hier zusammenklauen kann. Loot meine ich. Hallöchen. Oh, nice. Das können wir aber verkaufen wahrscheinlich. Ist das was wert? 2. Und 3. Wahnsinn. Richtig wertvolle Sachen hast du hier. Mann. Unglaublich. Ja, das kann man leider nicht auseinandernehmen. Aber hier, die Stühle können wir klauen. Wenn die Stühle klauen. Oh. Da. Noch ein Trophy. Du wirst überrascht sein, wie viele Trophys du in deinem Laden hast. Guck mal hier. Komm noch mal rein. Möchtest du noch ein paar... I've been expecting you. Hier ist so eine Radkappe vielleicht für dich, ja? Bitteschön. Und ein Luftfilter. Und das... Magst du Stühle? Nein, Stühle magst du nicht. Nitratpulver? Nee, das mag er auch nicht. Das, ja, das, warum eigentlich nicht? You come back sometime. Yo. Okay. Jetzt schneit's ja auch noch.
Bettgestell. Okay. Eine Forge ist auch nicht schlecht. Aber hier ist sonst, glaube ich, nichts dabei, was ich looten kann. Chemiestation auch nett. Da ist noch ein Stuhl. Die könnten wir zur Not auch scrappen, glaube ich. Hier ist noch ein Stuhl. Bevor mir der Inventarplatz verloren geht, durch Stühle, scrappen wir die lieber. Ich habe manchmal das Bedürfnis, auch beim Händler zu wohnen, aber der schmeißt mich abends immer raus. Der hat Angst, dass ich seine Biervorräte einfach wegsauf. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Händler und ich. Ja, und der sagt einfach, du sollst immer meinen Kühlschrank leer, das geht nicht. Ja, wenn der wüsste, dass ich schon in seiner Küche stehe. Junge, Junge, Junge. Ja, nix dabei. Nix dabei. Oh, guck mal hier. 79 Leben hatte ich. Du könntest. Wow. Nice. Das ist doch schön. Frieda. Ich brauche die Frieda. Na, die Dosen könnte ich verkaufen. Das ist schon mal ganz wichtig. Der Drops wird mal gelutscht. Die Stühle kann man eh nicht verkaufen. Deswegen machen wir da mal Scrap draus. Ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz. Oh, ein Vorhängeschloss. Ich glaube, das ist auch was wert. Was ist jetzt los? Wird mir schon wieder warm. Moin. Ist hier noch was draußen? Nee, gell? Da ist nichts mehr. Okay. Machen wir auch zu hinter uns. Dann gehe ich nochmal runter, verkaufe dir nochmal die zwei Sachen. Und Klamottenfragmente wären natürlich nicht schlecht gewesen. Komm mal her, die Tür zu machen, das ist immer nett. Diese fucking Geier, die nerven mich so derbe. Kann man nicht so eine Geierschutzkappe nehmen? So, mein Freund. Ich würde ganz gerne an einen Buchladen da hinten rankommen. Das geht aber Welcome, nicht, ne? Survivor. Feel free to look around. Ja, Padlock 7. Ja, so viel war es jetzt auch nicht. 1400, da fehlt noch was. Fishinggewicht. Ja, Fishinggewicht kann man eigentlich auch verkaufen. Weil ich brauche es ja eigentlich nicht. Ich hätte jetzt nochmal Eier und Speck. Ein Cooking Pot wäre nicht schlecht. Thank you, Survivor. Yeah, man. Ja, ist klar, ich weiß. Du willst auch nur verkaufen. Wir sind alle gleich. Die wollen immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ach so, ja. Okay. So. Gut. Oh, jetzt sehe ich ja nichts. Da hinten war irgendwo eine Stadt. Wie spät haben wir es denn? Wir haben 12 Uhr. Das kriegen wir noch hin bis zur Stadt. Ich habe allerdings... Ist nicht wahr, oder? Der hat bis hier hinter sein Gebiet. Oh, die haben ausgeweitet, glaube ich. Die haben das Gebiet ausgeweitet. Ich brauche ein bisschen Holz. Da unten ist eine kleine Hütte, glaube ich. Die werden wir uns nochmal gönnen. Die werden wir uns nochmal gönnen. Was mir ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel Cotton. Ein bisschen Cotton wäre nicht schlecht. Es juckt in der Nase gerade. Ganz doll. Ich überlege, ob ich mal niesen muss. Oh, da hat schon wieder einer was vergessen hier. Rucksack. Drei Gläser, sehr gut. Können wir sicherlich gut umwandeln. Gleich in den Juckersaft. Zeltlager, oh nice. Händler und Zeltlager. Ein bisschen Holz nochmal. Ich bin so froh, wenn wir endlich ein schönes Werkzeug haben. Pidi, helf mir mal. Der Pidi braucht unbedingt ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, da müssen wir mal was lernen. Sehr gut. Ausdauer ist weg. Was hast denn du hier anzubieten? Plus 6. Eine Hose, eine Jacke. Plus 17. 102,80. Das Ding hier scrappen wir erstmal. Eins von denen müssen wir eigentlich auch noch scrappen. Mein Problem ist, ich habe zu viel Klamotten an. Deswegen wird mir so warm im Moment. Die Gläser können wir noch mal rezeptieren. Das ist schon mal ganz gut. Und die Aloe Vera machen wir das gleiche draus. Da haben wir noch drei Stück jetzt. Raw Iron auch noch mal weg. Wir müssen ein bisschen Platz sparen. Ich weiß, da kann man auch Glut draus machen.
So, das läuft erstmal. Oh Gott. Erstmal was trinken. Ich bin ja komplett leer. Wie gut, dass wir in der Nähe von der Wüste sind. Hätte ich einen Grill oder sowas dabei? Hätte ich einen schnellen Brathering aufgelegt? Erstmal bis oben hin voll machen. Vielleicht haben wir dann auch gleich 102, die Wellness wieder. Okay, 13, 13. Jetzt müssen wir mal langsam rantrauen. Den ein oder anderen Zombie wird es hier noch geben, bestimmt. So, da vorne ist Dickerchen. Zack. In your face. Nicht in meinen Daumen herein. Bleib mal stehen, warte. Oh, damn. Der läuft wie ein Hase vor ihn, ne? Wie der Hase vor ihn. Ach komm, Pidi. Pidi wird's richten. Juhu, hier bin ich. Ich hab auf dich geschossen. Ich war's. Nein, nein. Ich war's gar nicht. Es war mein Bogen. Das interessiert dich doch gar nicht so genau. Du willst einfach nur mich töten. Das ist alles. Aber es beruht sich auf Gegenseitigkeit. So, komm her. Sehr gut. Nix dabei, du Luschen. Da vorne das Zelt. Wenn ich das auseinandernehme, kriege ich auf jeden Fall Klamottenfragmente bei raus. Das ist das Gute dabei. Die brauche ich auch. Was zu trinken ist gut. So, mehr ist hier nicht. Da ist das Zelt, nehme ich mal mit. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache, das Zelt mitzunehmen. Wir haben nämlich genug Bandagen, die wir brauchen. In dieser Alpha. Wo ist denn der Hase? Da ist der Hase. Hey, Mr. Hazard! Er sieht aber voll equipped aus. Oh, damn. Oh, hat er mir eine geschwenkt? Ein Ziel ist auf den Kopf schlagen. Soll helfen, hab ich gehört. Oh Gott, keine Ausdauer. Er hat eine Kampfwaffe. Okay. Nice. Da kommen die Frauen. Okay. Archery Skill ist auch immer wichtig. Jetzt will ich mal ganz schnell. Hier, da ist es. Rezept. First Aid Bandage. 13 Stück. Jawoll. Geil. Alter, Falle, geil. Endlich. So eine Wüste bringt so viel Luck. Ja, auch wenn du hier zum Beispiel... wenn du hier keinen Cotton findest, ist es nicht so schlimm, weil du ja so ein Zeltlager schön auseinandernehmen kannst. Ja. Ah, jetzt ist aber voll hier die Hütte, ne? Oh, guck mal hier, Bart Club. Geil. Das machen wir doch mal so. Zack, dann nehmen wir das mal mit. Dann nehmen wir das doch mal mit. So, hier drüben haben wir noch nicht ganz fertig. Ich gehe mal hier hoch nochmal. Jetzt muss ich mal schauen. Einmal sortieren. Oh, damn. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Was ich machen kann, ist das hier erstmal hinschmeißen. Die leeren Gläser einmal füllen, bitte. So, wo ist Tinti? Tinti, so. Okay, jetzt machen wir das mal ganz gepflegt. Jetzt sortiere ich erstmal den Kram. Genau, jetzt pflanze ich erstmal einen Baum. Es ist immer wichtig, im Leben einen Baum zu pflanzen. Burning Barrel. Jetzt haben wir hier natürlich zu viele Bandagen gemacht. Aber eine können wir doch schon mal nehmen bei 82 zu 101. Das ist gut. So, wir werden jetzt mal nochmal schön uns aufequicken. Tinti machen wir weg. Leere Gläser sind weg. Den trinke ich nochmal aus. Ja, das ist eigentlich Quatsch, oder? Ist egal. Ist egal. Es ist zu viel hier los im Moment. Das hier werde ich brauchen, das ist wichtig. Cotton kann man schön stacken. Deswegen nehme ich es mit. Zack, haben wir schon. Ja. Cotton muss ich mitnehmen, da geht kein Weg dran vorbei.
Holz auf. Ja, wir nehmen mal das schöne Zelt mit. Dann gucken wir mal, was übrig geblieben ist. Da schreit der Hase schon wieder. Wow. Okay, die ist kaputt. Die scrap ich. Beim nächsten Mal. Stühle sind richtig geiles Brennmaterial. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz mal kicken. Also jetzt ist hier keiner drin. Wir haben jetzt 3 Uhr. Das kann gut sein, dass wir das nicht ganz nach Hause schaffen. Und dass wir dann einfach eventuell in der Stadt nochmal ein Happenpappen essen im Burgerladen vielleicht. So, hier draußen war sonst nichts mehr. Das ist ja nur Sand hier, ne, der Kram. Okay. Ich drücke mal F, aber hier ist ja nichts für F. So, Stühle. Können wir gleich nochmal kaputt schmeißen. Essenskiste. Munition. Munition ist immer wichtig. Da sind wir fast schon wieder in der Überlänge. Wahrscheinlich ist mein Inventar so voll, dass ich nichts mitnehmen kann. Ich denke auch. Super Sniffy Riffle Stock. So, ein Woodframe können wir mal scrappen. Dann packen wir das mal ein. Geiles Zelt irgendwie. Richtig schön. Ja. Das sind auch normale Klamottenfragmente. Okay. So, wir gehen mal weiter. Das Aloe Vera und die. Oh, das hat. Wie viele Klamottenfragmente haben wir? 175. Sollte erstmal reichen, die nächsten 3 Viertelstunden. Überall stapft es. Da ist noch jemand. Hallo. Ma'am. Ma'am, Sie haben da was im Genick stecken. In your front face, wie man so schön immer hört. Ich sag mal liebe Grüße auch an Games for Kicks. Den gucke ich auch immer sehr gerne. Wahrscheinlich guckt er bei mir nicht. Aber ist egal. Und ihr dürft ihn ja mal grüßen, wenn ihr dort auch was schaut. So, hier ist Clay. Clay werden wir jetzt demnächst auch brauchen. Was ich machen will, ist in Richtung Stadt laufen. Und dann sehen wir uns nämlich dort in der Stadt wahrscheinlich wieder. Und gucken wir mal, ob wir da vielleicht, ist es die richtige Richtung für die Stadt? Ich meine, es war diese Richtung. War doch hier im Tal runter. Oh mein Gott. Ich suche die Stadt und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Kommentare, Abos, Daumen, Likes, alles erwünscht. Sehr gerne. Haut rein. Ciao. Und teilen nicht vergessen. Tschüss.